wohl der schlimmste Albtraum eines jeden Elternpaares, der Tod des eigenen Kindes. Diesen Schicksalsschlag müssen derzeit US-Skiläufer Bode Miller, 40, und seine Frau Morgan Beck, 31, verkraften. Ihre gemeinsame Tochter Emeline starb am 11. Juni mit nur 19 Monaten bei einem tragischen Unfall. Jetzt veröffentlicht die Orange County Fire Authority einen Mitschnitt des dramatischen Notrufanrufes, aus dem das People Magazine zitiert. Demnach habe eine nicht identifizierte Frau die 911 gewählt und verzweifelt gesagt, sie brauche einen Krankenwagen, weil ein kleines Mädchen in den Pool gefallen sei. Die nachfolgenden Momente beschreibt People: So, hat mir das Baby, fragt Operator die Frau. Nein, antwortet sie. Die Anruferin ruft daraufhin zu einem Mann im Hintergrund: Komm, mach weiter. Dem Helfer in der Notrufzentrale erklärt sie, der Mann führe Wiederbelebungsversuche an Emeline Greer, der Tochter von Bode Miller und Morgan Beck Miller, durch. Was dann laut People zu hören ist, rührt zu Tränen. Komm schon, kleines Mädchen, hört man den Mann, bei dem es sich möglicherweise um Bode Miller handelt, im Hintergrund sagen. Komm Mädchen. Komm schon, Kleines. Komm schon, Schatz, versucht er Emeline verzweifelt ins Leben zurückzuholen. Die Frau am Telefonapparat tut es ihm gleich. Komm schon, Kleines, du schaffst das. Nachdem die beiden einen schwachen Puls bei Emeline festgestellt hätten, hätten sie versucht, das kleine Mädchen zu beatmen, schreibt People. Die Tonaufnahme endet, als die Sanitäter ankommen. Trotz aller Rettungsversuche und dem Flehen der Ersthelfer stirbt Emeline. Die traurige Nachricht über den Tod seiner Tochter gibt Bode Miller mit bewegenden Worten am 12.